habe mich letztendlich für einen Laser-TV oder einen Laser-Beamer entschieden, weil ich kein großer Freund von überdimensionierten Fernsehern bin. Ich fand es immer irgendwie so ein bisschen störend, so einen riesen Technikblock irgendwo aufzubauen. Also für mich war hier im Wohnzimmer sehr, sehr wichtig, dass ich ein großes Bild habe. Jetzt habe ich 100 Zoll. Wenn ich überlege, ich würde das über ein klassisches TV-Gerät darstellen, dann muss ich sagen, könnte ich mir gar nicht leisten. Ist finanziell einfach nicht darstellbar. Und bei einer normalen Beamer-Technik brauche ich halt diese Distanz, um das Bild darzustellen. Also das Laser-TV mit der Ultra-Kurzdistanz-Technologie und eben auch ja, diesem Designanspruch, den ich dann habe, das war so der Schlüssel ins Schloss. Also bei uns zu Hause laufen ja ständig auch zwei Kids rum und ich könnte mich auch nicht davon freimachen, vielleicht doch mal in diese Lichtquelle reinzuschauen. Das Laser-TV verfügt ja über so ein Sicherheitssystem, dass es sich automatisch abschaltet, wenn man der Lichtquelle zu nahe kommt, und das finde ich ultra wichtig. Ich habe dann tatsächlich kein Möbelstück gefunden, was in der Kombination mit der elektrischen Leinwand funktioniert, weil die natürlich die Dimensionen letztendlich vorgibt. Wir reden ja bei mir jetzt über 100 Zoll, also 2,50 Meter Breite. Das hätte mir jetzt ein Möbelstück aus dem Möbelhaus irgendwo nicht gegeben und hat mich auch nicht so wirklich gekickt. Also in den Beratungsgesprächen mit der Möbelwerkstatt war für mich ja auch nochmal, dass ich so eine neue Welt öffnete. Also ich hatte das große Problem, dass ich den Beamer nicht ultra präsent bei uns im Wohnzimmer haben wollte, weil ich das von den Fernsehgeräten nicht mochte. Und die Möglichkeit, einen Farbton zu wählen fürs Möbelstück, die jetzt nahezu perfekt das Laser-TV-Gerät trifft, ich glaube, das kann nur so ein Do-it-yourself-Projekt dann wirklich schaffen. Also wenn ich überlege, was ich damals so im Kopf hatte und was es dann geworden ist, bin ich total dankbar, dass ich das Projekt mit jemandem Kompetenten umsetzen konnte. Ich wollte es tunlichst vermeiden, A, große Fernseher im Wohnzimmer stehen zu haben, aber auch keine Leinwand, also eine Projektionsfläche, die jetzt irgendwie nicht anderweitig genutzt ist. Und als ich dann über eine motorisierte Leinwand nachgedacht habe und mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich die perfekte Verbindung. Bei der motorisierten Kontrastleinwand von Celexon war es mir total wichtig, dass ich die Farbe ja auswählen kann. Ich musste die Farbe bei dem gesamten Projekt ja irgendwo bestimmen über das Möbelstück, das Laser-TV-Gerät und eben diese motorisierte Kontrastleinwand. Und da hat mich Celexon total überzeugt. Was für uns wichtig ist, ist, man kommt nach Hause oder hat dann mal irgendwie abends den Moment und will halt auf Knopfdruck entspannen. Ich hätte überhaupt keine Lust, irgendwie dann noch eine Leinwand runterzukurbeln oder eine andere Location einzunehmen oder so einen extra Raum zu schaffen zu Hause. Ich möchte dann halt wirklich die beste Qualität auf großer Leinwand, dann aber abends innerhalb von einer Sekunde eben auf Knopfdruck abrufen. Und das habe ich jetzt zu Hause und das ist mega cool.